Zuerst entfernen wir die Verkleidung der Klimaanlage. Dann ziehen wir auch den kleinen Knopf in der Mitte heraus. Jetzt lösen wir die beiden Schrauben, die das Tastenfeld befestigen, und die beiden Schrauben, die das Display befestigen. Ziehen wir dann den LVDS-Stecker heraus und stellen das Original-Display beiseite. Unter dem CD-Laufwerk gibt es auch zwei Schrauben, die entfernt werden müssen. Und trennen den kleinen Stecker. Dann entfernen wir auch die beiden Schrauben dieser Einheit. Wir müssen nur das Original-Netzkabel ausstecken. Es gibt zwei mitgelieferte Sockel zur Auswahl. Wählen denjenigen, der zu unserem Modell für die Installation passt, und ziehen wir die Schrauben fest. Jetzt schließen wir das neue Netzkabel an. Es ist erwähnenswert, dass wenn das Fahrzeug mit einem optischen Lichtwellenleiterkabel, grün, ausgestattet ist, müssen wir es an das Netzkabel des neuen Autoradio anschließen. Führen wir das USB-Kabel, das 4G-Modul und die GPS-Antenne hier durch und legen wir es in das Ablagefach des Beifahrers. Dazu müssen wir alle Schrauben des Ablagefachs lösen. Jetzt können wir das 4G-Modul und die GPS-Antenne installieren, indem wir die A-Säule entfernen können. Dann ordnen wir die Kabel und verstauen sie. Verbinden wir jetzt alle Kabel und befestigen das Gerät am Halter.
Bauen wir jetzt die originale Haupteinheit wieder ein und befestigen die Schrauben. Dann werden das Tastenfeld und die vier Schrauben befestigt. Jetzt können wir das Gerät einschalten und testen.